Hi, wir sind es, die zwei Klimakackbratzen. Beziehungsweise ich und die Klimakackbratze. Halt dein Schandmaul, Ehrenloser. Du mich auch. Aber zum Thema heute, die Klimakatastrophe und der Krieg. Krieg war ja klar, wenn ihr Männer nicht an euch Hand anlegt, könnt ihr auch an nichts anderes denken, nicht wahr? Der Klimawandel ist die größte, langfristige Bedrohung für die Menschheit. Da muss man doch was machen. Mann? Na klar. Die größte sicher, aber direkt danach kommt ihr. Wusstest du, dass ein sowjetischer T-72 Panzer etwa 250 Liter Diesel pro 100 Kilometer verbraucht? Und Kampfjets sogar etwa 5000 Liter Kerosin pro Flugstunde? Nein, aber danke für das Mansplaining. Nimm mal die Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Umwelt sind bereits 20% aller Schutzgebiete des Landes in Mitleidenschaft gezogen worden. Allein die Rückstände von Munition, Landminen oder andere explosive Kriegsrückstände können Böden und Grundwasser mit Giftstoffen jahrzehntelang verseuchen. Die blühenden Landschaften des Patriarchats. 120 Millionen wurden dort Tonnen Kohlenstoffdioxidemissionen wurden dort im ersten Jahr ausgestoßen. Experten schätzen den Anteil der Emissionen, der durch das direkte Kampfgeschehen verursacht wird, auf 19% des Gesamtausstoßes. Schön viele Zahlen. Fühlt sich sicher an, nicht? Wie wäre es mit diesen, Männer geben zwar nur etwa 2% mehr Geld aus als Frauen, verursachen dabei aber rund 16% mehr klimaschädliche Emissionen. Und weißt du wieso? Weil die Forscher alle Frauen sind und die Studien verzerren. Bullshit. Männer stecken mehr Geld in Kraftstoff. 70%, um genau zu sein. Bei Panzerbenzin würde ich fast schätzen, es sind 100%. Aber was willst du machen, soll jetzt jeder Arschdiktator überall einfallen dürfen? Das habe ich nicht gesagt. Aber wie wäre es, wenn ihr mit euren Arsch-SUVs nicht mehr überall einfallt? Die werden meist von Männern über 70 gekauft, weil es woanders wohl nicht mehr so läuft. Deal. Zur Ukraine. Klimatechnisch wichtig ist auch das Abfackeln von Erdgas in Russland und der Wiederaufbau in der Ukraine. Zementproduktion ist kohlenstoffintensiv. Kurioserweise streiten sich Russland und die Ukraine, welchem Land die Kohlenstoffdioxidemissionen in den von Russland annektierten Gebieten angerechnet werden. Beide beanspruchen die Emissionen für sich, um ihren territorialen Anspruch zu untermauern. Männer. Besonders irakische Männer. Was? Nach Angaben der NGO Oil Change International war beispielsweise der Irakkrieg in den ersten 4 Jahren für die Freisetzung von 141 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent verantwortlich. Die Ölbrände während des Zweiten Golfkriegs von 1991 sollen ungefähr 2% der weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen aus fossilen Brennstoffen in jenem Jahr ausgemacht haben. Schön. Schön scheiße. Aber was ist mit jetzt? Ich weiß, du hörst dich gerne reden, aber wenn du nur halb so gut kontextualisieren wie klug scheißen könntest, wären wir schon um einiges weiter. Okay, pass auf. Deutschland verursacht 598 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr. Deutschlands Militär hat bereits im Jahr 2019 ca. 4,5 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent ausgestoßen und damit wesentlich mehr als der innerdeutsche Flugverkehr mit 2,5 Millionen Tonnen. Dieser Wert wird steigen. Allein zum Beispiel ein F-35-Kampfflugzeug produziert mit einer einzigen Tankfüllung ca. 28 Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent. Zum Vergleich, der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in der Bundesrepublik liegt bei 11,2 Tonnen pro Jahr. Der männliche Pro-Kopf-Verbrauch. Mann, ja. Mann? Boah, echt? Okay, während du mal deine Privilegien checkst, kann ich ja, da du so nett gefragt hast, sagen, was ich davon halte. Wenn es unbedingt sein muss. Wenn du sonst weinst. In einer Studie kamen Forscher 2020 zum Schluss, dass nach einer klimabedingten Naturkatastrophe das Risiko eines bewaffneten Konflikts in besonders gefährdeten Ländern steigt. Zu den Katastrophen zählen Stürme, Überschwemmungen und Dürren, deren Häufigkeit und Intensität durch den Klimawandel in Zukunft zunehmen könnten.
Fast ein Drittel aller Konflikte in den letzten 10 Jahren in gefährdeten Ländern ist innerhalb von 7 Tagen vor Ausbruch des Konflikts eine klimabedingte Katastrophe vorausgegangen, sagt Co-Autor Karl Friedrich Schleusner. Ein Mann? Genau, ganz brav. Der Mann sagt, Gelegenheit macht Gewalt. Rebellen hätten die vorübergehende Schwäche des Staates für Angriffe genutzt. War das Klima nicht auch der Auslöser des arabischen Frühlings? Nein, das war ein Mann, der sich in Tunesien anzündete. Sehr witzig. Absolut nicht. Mohammed Bouazizi war sein Name. Aber du hast ausnahmsweise halb recht. Ja. Nach 4 Jahren schwerer Dürre, in denen die Landwirte kaum etwas ernten konnten, brach 2011 der Bürgerkrieg in Syrien aus. Dürren gab es in Syrien schon immer, doch keine dauert so lange und war so heftig wie diese. Und Krisen bedeuten Militäreinsätze. Laut der britischen Wissenschaftsorganisation Scientists for Global Responsibility verursachen die Militärs der Welt und die Industrien, die ihre Ausrüstung liefern, etwa 5% aller globalen Emissionen. Also was tun? Du bist so schön männlich pragmatisch. Verarschen kann ich mich selber. Tust du, keine Angst. Aber wie wäre es damit, Experten wie der britische Mathematiker Stuart Parkinson, der die Organisation Scientists for Global Responsibility leitet, fordern klimaneutrales Militär? Wie wäre es einfach mit weniger Kriegen? Einer Politik, die die Entwicklungsländer ernst nimmt und nicht ausbeutet. Einem menschenwürdigen Asylrecht. Und vor allem Klimamaßnahmen, die die Katastrophe und die Ursachen der Konflikte aushebelt? Wenn Olaf Scholz wenigstens das Pariser Klimaabkommen einhalten würde, das alle Parteien einstimmig zugesagt haben. Weswegen ihn das Bundesverfassungsgericht schon verurteilt hat, aber weswegen komischerweise nichts passiert. Ihr Männer seid so schön naiv. Aber macht mal. Ich bin gespannt.